Hallo und herzlich willkommen beim Kraftfahrkonsul. Wir sind angekommen bei Royal Enfield, endlich. Ihr wisst ja, bei jeder Messe komme ich bei Royal Enfield vorbei. Ich bin ja insgeheim ein kleiner Fanboy der Marke, das wisst ihr auch. Und jetzt gibt es wieder was Neues. Irgendwie auf jeder Messe gibt es was Neues von Royal Enfield. Wir sind hier angekommen bei der Super Meteor. Habt ihr bestimmt schon was von gelesen, habt ihr bestimmt schon was von gesehen. Ich war super gehypt, als sie rausgekommen ist und habe mich richtig gefreut, die dann endlich mal in Natura zu sehen, weil ich ja auch von der 350er Meteor so ein großer Fan bin. Ist ja übrigens auch mein erfolgreichstes Video. Vielen Dank an der Stelle. So, ich schwinge mich einfach mal drauf. Ja, Royal Enfield hat eigentlich den richtigen Weg oder die richtige Entscheidung getroffen, hat gesagt, okay, wir fokussieren uns ein bisschen auch in die höhere Klasse. Wir haben den Motor im Prinzip im Regal liegen und gucken mal, dass wir das mit diesen erfolgreichen Linien aus der 350er Klasse kombinieren. Rausgekommen ist die Super Meteor. Ich hatte mich ja so ein bisschen über den Namen echauffiert, aber wenn man ein bisschen nachguckt, weiß man ja, dass es ein Name mit großer Tradition ist im Hause Royal Enfield. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze hier drauf und denke, ja, immer wieder dieser Spruch, und ich werde nicht dafür bezahlt, Build like a gun. Es ist wirklich eine tolle Bildqualität, die man hier sieht. Wir haben wieder das kleine Navi-Zusatzdisplay drauf, wo es ja zwischenzeitlich so ein bisschen Probleme gab in der Beschaffung. Ich weiß nicht, ob serienmäßig auf der Super Meteor ist, da fragen wir aber gleich mal nach, ob das so ist. Wenn man sich das anguckt, die Verarbeitung, auch diese kleinen Details, ne? Das Logo hier vorne auf den Griffen mit drauf, alles super massiv gebaut, die Sitzposition ist großartig. Und wenn man sich jetzt mal hier runter geht, wenn man sich diesen schönen Zweizylinder anguckt, das ist einfach ein schönes Motorrad. Ich hoffe, dass das genauso gut fährt. Ich bin mir nicht ganz sicher, das müssen wir auch gleich mal fragen, ob die Motorcharakteristik ein bisschen angepasst wurde. Mir hat die ja bei den Continental, heißt sie glaube ich, nicht so gut gefallen. Ich bin ja eher dieser Einzylinder-Fan bei Royal Enfield. Aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, das ist schon, ja, wirklich die Meteor in die Muckibude gegangen. Und es ist ein sehr stimmiges Konzept. Und wieder, egal was man hier anpackt, das ist alles Metall. Bei welcher Marke hat man denn das, diese Bleche, dass das alles wirklich echtes Metall ist und nicht einfach nur verchromtes Plastik? So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber zu einem Kollegen von Royal Enfield, der kann uns bestimmt noch was dazu erzählen. So, hi, ja, grüß dich, ich bin der Matthias, wie heißt du? Ich bin der Stefan von der Firma Buchen in Olpe. So, ihr habt euch hier quasi als Royal Enfield oder haltet die Royal Enfield Flagge hoch bei der Motorräder in Dortmund? Genau, wir halten die Royal Enfield Flagge hoch in Dortmund und haben jetzt alle Modelle mitgebracht, die Royal Enfield hat im Programm. Die neue Super Meteor kommt super an beim Publikum, ist genau das richtige Motorrad, trifft den Nerv genau der Zielgruppe Soft Shopper, Soft Cruiser, sage ich mal, in dem Bereich. Tolles Motorrad, so wie es hier steht, mit TFT-Navigationssystem, also so Turn-by-Turn. Von Google, ne? Genau. Ja. Von Google, richtig. Wir haben ja eine super Haptik, die Qualität hat sich auch enorm, sag ich mal, verbessert. Ist ein Quantensprung. Ja. Wir haben relativ viel Metall hier verbaut, ja. Also ja, wirklich auch von der Haptik her. Das habe ich auch gesagt. Ich sage, bei welchem Motorrad ist das denn wirklich alles aus Metall? Ja, also das ist ja, ja, das gibt es ja heute kaum noch. Das Gewicht ist natürlich ein bisschen in der Höhe gegangen, aber ich sag mal, dass wie viel? Wir haben jetzt 241 Kilo. Ja, ist schon schwer. Meine BMW ist schwerer. ja, aber im Prinzip ist sie sehr gut vom Handling her und ist halt ein Motorrad, was jetzt auch im Cruising-Bereich, im mittleren Cruising-Bereich vom Hubraum her richtig platziert wurde. Da hat Royal Enfield echt gute Arbeit geleistet. Wir haben hier wirklich, ich sag mal, optisch ein sehr schickes Motorrad. Es gibt verschiedene Farben dabei, kommt sehr gut an. Also wir haben viel Lob gekriegt. Den auch. Lob, den gebe ich weiter an Royal Enfield natürlich, logischerweise. Und ich finde, die haben ihren Job echt cool gemacht und wir freuen uns drauf, dass jetzt die Saison losgeht und ich hoffe, dass wir einige davon auf die Straße bringen können. Bin ich fest von überzeugt, aufgrund der super Resonanz, die hier auf der Messe
auch uns gegeben wurde letztendlich. Aber auch die anderen Motorräder kommen sehr gut an. Royal Enfield ist eine sehr aufstrebende Marke, die in den letzten Jahren doch viel, viel Motorrad, neue Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen natürlich auch. Auch die Frauen finden das sehr schick. Wir haben ja auch kleinere Hubräume, 350 Kubik, sehr niedrige Motorräder hier auch. Die Sitzhöhe 740 mm ist natürlich für kleine Leute auch sehr gut geeignet. Also was Royal Enfield in den letzten Jahren hingelegt hat für eine Entwicklung, ist ja unglaublich. Wenn man früher so Royal Enfield, da wusste jeder, ja okay, die bauen irgendwie so eine 500er, die hat irgendwie so die Schaltung auf der anderen Seite oder sowas. Aber was hier in den letzten Jahren an Mopeds auf den Markt gekommen ist, ich bin ja alle schon gefahren. Und ich fand alle großartig. Und diese Meteor, die kreist immer noch bei mir im Kopf rum. Dann ist die Classic rausgekommen, ist ja großartig. In dieser blau-braunen Farbkombi. Jetzt gibt es für dieses Jahr wieder neue Farben. Da machen wir gleich noch ein paar Aufnahmen. Wie ist das bei euch? Wie habt ihr das miterlebt? War das so, seid ihr schon länger Royal Enfield Partner? Oder habt ihr im Prinzip diesen Hype um diese Marke so ein bisschen mitgemacht? Ja gut, also Royal Enfield ist, sag ich mal, so seit 2017 existent hier in Deutschland, ja. Oder Deutschland, Österreich, Schweiz, wenn man mal den europäischen Markt nimmt. Wir sind seit 2019 Händler, mhm. Und haben den richtigen Schritt gemacht, dass wir die Marke mit aufgenommen haben. Ich bin fest von überzeugt, ich weiß, dass noch mehr Motorräder kommen, noch andere tolle Konzepte vorliegen. Da werde ich jetzt nicht zu viel verraten. Aber ich sag mal, es wird wirklich noch ein Feuerwerk geben von Royal Enfield. Und ich denke mal, in ein paar Jahren werden andere Hersteller sich da auch warm anziehen können in dem Bereich. Wir haben auch hier ein super Pricing. Die Motorräder sind halt in dem Preisbereich, wo viele Kunden wirklich dann drüber nachdenken und sagen, Mensch, das Motorradfahren ist ja doch nicht so teuer wie andere Mitbewerber, die ja andere Preise aufrufen. Und die Preise gehen halt auch wirklich durch die Decke, ne? Durch die Decke. Und in diesem kleinen Hubraumbereich gibt es auch wenig Mitbewerber, die sowas machen. Und auch hier in dem mittleren Hubraumbereich sind wir da sehr gut aufgestellt. Also die Interceptor, die Super Meteor jetzt und in Zukunft noch mehr. Und auch ja, mit so eine Himalayan mit 650 Kubik oder so, das wäre ja auch nicht schlecht. Und ja, dann lass uns mal überraschen, da wird erstmal noch was anderes kommen. Wir schauen mal, wir warten mal ab, ja. Okay, super. Hör mal, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir schlendern noch ein bisschen über den Plan. Ich blende mal die Adresse von euch unten ein. Und ansonsten noch zwei schöne, stressige Messetage wünsche ich dir. Ja, werden wir haben. Dankeschön. Gleichfalls. Danke. Tschüss.